Corona-Facts mit Frey. Patrick, wir haben in der vorletzten Folge den Artikel über Luftfilter in der Süddeutschen Zeitung genauer unter die Lupe genommen. Markus Grill und andere Mitautoren bezweifeln ja die Wirksamkeit von Luftfiltern. Sie kritisieren da unter anderem auch Professor Christian Kehler. Er hat ja auch schon bei uns mitgewirkt. Nun hat Markus Grill seine Behauptungen diesmal aber alleine, vielleicht können seine Kollegen nicht mehr dahinterstehen, auch im Deutschlandfunk aufgestellt. Corona Facts mit Frey findet weiterum Beachtung. Der Deutschlandfunk hat Tele Zentralschweiz geantwortet. Es handele sich bei diesem Artikel von Markus Grill um einen Kommentar, der explizit eine Sichtweise darstellt. Der Deutschlandfunk gibt auch anderen die Gelegenheit, andere Meinungen darzustellen. Der Deutschlandfunk überprüfe die Aussagen auf ihre Richtigkeit und auf Plagiate, also ob nicht abgeschrieben worden sei. Was hältst du davon? Also grundsätzlich finde ich es wichtig, dass man unterschiedliche Meinungen auch abbildet. Und ich finde, in dieser Pandemie hat man das zu wenig gemacht. In der ersten Welle kann man sagen, ja gut, da war es wichtig, dass man eine gewisse Einigkeit gefunden hat, aber anschließend war das viel zu wenig obrigkeitskritisch, expertenkritisch. Das heißt, diesen Teil der Stellungnahme vom Deutschlandfunk, den würde ich voll unterschreiben. Was ich hingegen nicht unterschreiben kann, ist Folgendes. Die Autoren im Artikel in der Süddeutschen Zeitung haben erstens mal Professor Kehler als Wissenschaftler diskreditiert und es war ein schlecht recherchierter Artikel. Wir haben ja Punkt für Punkt Stellung genommen dazu. Und nach diesem Artikel gab es auch regen Meinungsaustausch, unter anderem mit der Organisation Protect the Kids, Luftfilter jetzt, natürlich auch mit Professor Kehler. Und trotzdem hat Markus Grill jetzt als Alleinautor nochmal einen Artikel geschrieben. Er hat einiges abgeschwächt. Aber die Grundrichtung ist immer noch dieselbe. Es ist immer noch eine Diskreditierung und es sind immer noch dieselben falschen Fakten. Also dich stört vor allem, dass da nicht gesagt wird, ich habe das Gefühl, also der Autor Markus Grill hat das Gefühl, es könnte so oder so sein, sondern er behauptet, so ist es. Und nicht genau. Irgendwie, es könnte tendenziell sein, dass da, also es geht konkret über zum Beispiel die, dass da Professor Kehler an Trennwänden was verdient oder dass da irgendwas mit den Studien nicht richtig ist, sondern er behauptet es einfach, so sei es, so ist es. Oder? Durch eine bewusste Wortwahl wird eine Meinung gebildet beim Leser und bei einem Journalisten, dessen Beruf es auch ist, die richtige Wortwahl zu finden. Der kann so etwas gezielt steuern, noch viel besser als das andere können. Und ich finde das absolut verantwortungslos. Zumal es ja nicht nur um eine Diskreditierung geht von einem renommierten Wissenschaftler, sondern es geht auch darum, dass technische Schutzmaßnahmen wie Luftreiniger als wirkungslos dargestellt werden. Und wir erleben jetzt gerade, was das bedeutet. Also all diejenigen, die wirklich Forschende sind, das heißt, die das untersucht haben, die gemessen haben, wie die Wirkung ist, die können ja eigentlich nur den Kopf schütteln. Also eigentlich müsste man ja zum Schluss kommen, der hat überhaupt keine Ahnung oder kann sich seine Meinung nicht bilden darüber. Aber so diese Meinung habe ich nicht, weil ich bin mir sicher, der Herr Grill ist intelligent und er hat möglicherweise eine versteckte Agenda. Also versteckte Agenda, was meinst du damit? Ja, also ich meine, es ist ja eigentlich klar, diese Luftreiniger mit HEPA-Filter, das ist ja keine neue Technologie, das ist eine jahrzehntealte Technologie. Die ist breit eingesetzt in der ganzen Reinraumtechnikindustrie und es gibt ihn auch in einigen Operationssälen und Intensivstationen. Also zum Beispiel in dem letzten Operationssaal, wo ich selber war, habe ich ja auch die Frage gestellt, habt ihr einen Luftreiniger? Da hat es geheißen, ja. Als ich dann die Frage gestellt habe, was für eine Filterklasse, da mussten sie dann passen.
Also es ist ja nicht so, dass das etwas Neues ist, es ist eine bewährte Technologie. Und die wird jetzt auf einmal als wirkungslos hingestellt. Und anstattdessen diskutiert man jetzt über 3G plus Maßnahmen, man diskutiert über 2G oder 2G plus, das Plus bedeutet immer zusätzlich noch testen. Dabei geht das an den eigentlichen Problemen vorbei. 3G und 2G ist nichts anderes wie eine Schutzmaßnahme, um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren. Das Problem ist aber, wenn es Lücken gibt bei den Schutzmaßnahmen, wichtige Lücken, dann kann ich mit 3G oder 2G das Ansteckungsrisiko viel zu wenig reduzieren. Und jetzt sind die Fallzahlen schon wieder so angestiegen, jetzt diskutiert man wieder über Lockdowns. Anstatt dass man mal endlich über die Lücken bei den Schutzmaßnahmen diskutiert und die technischen Schutzmaßnahmen mehr ins Zentrum setzt. Ja, also und langsam Lockdown. Aber sicher habe ich dann auch eine immer größere Enttäuschung gegenüber nicht nur den Politikern, die das steuern, sondern auch gegenüber Epidemiologen, Virologen, Mediziner, das alles natürlich jetzt gendergerecht formuliert, die einfach diese technischen Schutzmaßnahmen zu wenig akzeptieren, dass es auch andere Forscher gibt und dass das eine wichtige Schutzmaßnahme wäre. Und dass jetzt noch ein Markus Grill kommt und solche falschen Fakten in die Welt setzt und noch einen Wissenschaftler diskreditiert, schon zum zweiten Mal, ist für mich absolut unverantwortlich und beschämend gegenüber dem Professor Kähler. Und ich habe ja keine Aktien, also mir könnte das eigentlich egal sein. Aber ich finde das einfach nicht gut, weil die Spaltung in der Gesellschaft wird sowieso größer. Und außerdem, der Markus Grill erweist dem Journalismus einen Bärendienst. Nämlich die Glaubwürdigkeit vom Journalismus hat ja stark gelitten. Da gibt es auch Gründe dafür. Ja, ich verstehe, was du meinst, weil da werden einfach Fakten oder Vermutungen als Fakten hingestellt, die widerlegt sind oder die nicht nachgewiesen werden können. Genau, und was ich einfach am meisten kritisiere, ist, wieso der Deutschlandfunk einem Autor, der bereits einen diskreditierenden, fehlerhaften, schlecht recherchierten Artikel in der Süddeutschen Zeitung mitpubliziert hat, dass er nun auch nach all den Diskussionen so einem Autor wieder den Raum bildet, so etwas in die Welt setzen zu dürfen. Gut, und das, macht der, das ja. macht der Deutschlandfunk natürlich sehr geschickt, indem dass er sagt, das ist ein Kommentar. Und in Kommentaren ist die Meinungsfreiheit gegeben. Da muss man sich nicht immer genau an die Fakten halten, sondern eine eigene Meinung soll ganz klar zum Ausdruck kommen. Das muss auch ein bisschen pointiert sein, ein Kommentar. Der darf auch überzeichnen. Ja, da gebe ich dir recht, aber nicht, wenn das persönliche Diskreditierungen sind, die auf falschen Fakten beruhen. Und da finde ich, da ist der Deutschlandfunk wie in allen anderen Firmen gefordert, nämlich da geht es ums Thema interne Qualitätssicherung. Was ist überhaupt unsere Positionierung? Also wenn ich eine Firma habe, die einfach fehlerhafte Artikel verkauft und sich auch noch versteckt, dann nachher wird sie irgendwann ein Renommee haben. Und wenn die interne Qualitätssicherung nicht funktioniert, dann kommen solche Dinge raus. Da muss man es wenigstens als Meinung deklarieren, nicht als Behauptung. Und wenn man weiß, dass jemand mit falschen Fakten argumentiert, dann muss man wenigstens eine Gegendarstellung muss man dann mit publizieren. Und persönliche Diskreditierung basierend auf falschen Fakten haben schon gar keinen Platz in einem seriösen Medium. Gut, dann wird natürlich das der Fall sein, dass der Leser im Zuge, wo er den Artikel aufnimmt, also liest, wird vergessen, dass das ein Kommentar ist, sondern er wird, aha, ja, genau, so sind die Fakten. Und der Deutschlandfunk hat uns ja geschrieben, dass daneben natürlich auch andere Meinungen publiziert werden. Das heißt, die Meinungsfreiheit oder die Meinungsvielfalt gegeben wird, dass da auch andere Autoren andere Meinungen publizieren können, ebenfalls als Kommentar. Ja, das sollen sie machen. Dann sollen sie wirklich dafür sorgen, dass das einen gewissen Mindeststandard erreicht.
Ansonsten sind sie ein billiges Boulevardblatt. Okay, Sie berufen sich auch auf Ihre Standards mit dem, dass Artikel untersucht werden und dass man da auch eben auf Plagiate und so weiter darauf genau. abklopft, dass das nicht der Fall ist, dass Sie wirklich auch Artikel haben. Ich könnte ja kommen und sagen, jetzt mache ich eine Meinung im Deutschlandfunk und ich rede jetzt, wieso Schweizer Käsefondue das Wundermittel ist gegen SARS-CoV-2-Viren. Ich hätte sogar ein paar Argumente, die sogar daraus stimmen würden. Aber es ist natürlich ein völliger Quatsch, es ist eine Verschwörungstheorie. Ja, wollen wir denn so etwas? Also es muss ja irgendwo eine Grenze haben. Die Freiheitsrechte haben Grenzen. Die Pressefreiheit hat auch ihre Grenzen. Und ganz abgesehen davon hat sie auch eine Verantwortung in der Gesellschaft. Und wenn sie ihr Ansehen steigen will wieder, dann müssen sie auch was dafür tun. Dann braucht es Qualitätssicherung im seriösen Journalismus und dann muss man auch wieder weg von diesem Abschreibejournalismus. Das ist natürlich in der Presse je länger, je mehr gegeben, durch das die Blätter zusammengelegt werden, dass es ein Kopfblatt gibt, dass da Regionalausgaben sind und publiziert wird natürlich alles aus einer Hand. Und dann gibt es natürlich die Presseagenturen, wo auch vermehrt darauf zurückgegriffen wird, weil man sich eigenen Journalismus nicht mehr leisten kann im Zuge der Abwanderung der Werbung in die sozialen Medien auf YouTube, Facebook und so weiter. Das setzt natürlich die Verlage enorm unter Druck. Die können ihre Recherchen gar nicht mehr bezahlen. Da muss man quasi die Tütensuppe öffnen und kann nicht mehr selber eine Gemüsesuppe aus dem eigenen Garten kochen. Das geht gar nicht mehr. Man muss auf Convenience, auf fertige Produkte zurückgreifen. Und dann passiert natürlich das, dass wer überzeichnet, wer schrill darstellt, Aufmerksamkeit bekommt, das will das Blatt, das will das Medium, und dass da natürlich dann überzeichnende Meinungen, und da hat ja auch Facebook ein Riesenproblem, dass sie die Gesellschaft durch das spaltet, indem man Emotionen generiert, die zu einem Zwist in der Bevölkerung führen, davon leben diese Medien. Das ist ganz klar, davon lebt der Blick, davon leider dann muss man fast auch meinen, ebenso etablierte Blätter wie die Süddeutsche oder der Deutschlandfunk. Ja, du hast einen guten Punkt und ich bin normalerweise gar kein Fan von Staatsbeiträgen, aber man muss sich schon die Frage stellen, inwiefern eben gewisse, wie soll ich jetzt dem sagen, Unterstützung aus den Staatsmitteln für seriösen Journalismus, wieso das eben nicht doch jetzt einen Platz hat mit all den Entwicklungen. Es darf ja natürlich keinen gekauften Journalismus geben, aber den gibt es ja heute eben leider öfters, als was wir uns das wünschen. Da gibt es ja den Video, wo wir auch am Schluss in der letzten Folie jeweils ein Linkbrett jeweils angegeben haben. Und da kann man das nachgucken, was der Professor sagt. Aber ich glaube, wir müssen uns das wirklich überlegen. Wir wollen doch alle einen seriösen, gut recherchierten Journalismus haben. Wir möchten, dass ein möglichst großer Teil der Bevölkerung ihre Informationen aus diesem seriösen Journalismus holt und nicht aus dubiosen YouTube-Videos oder sonstigen Dingen, Quellen. Ja, so ist es, ja. Eben oft macht es Klick bei den Einschaltquoten und nicht Klick bei den Zuschauern im Kopf. Ja. Patrick, du hast ja auch Folien vorbereitet noch, wo da näher drauf eingegangen wird. Genau. Ich schlage vor, dass wir jetzt durch die Folien gehen. Ich finde, es war eine wertvolle Diskussion. Die hat zwar jetzt gedauert, aber sie war wertvoll und sie zeigt auch, wieso wir uns jetzt zum zweiten Mal mit so etwas beschäftigen. Nämlich nicht nur wegen der Diskreditierung, sondern auch, wieso technische Schutzmaßnahmen immer noch nicht stärker im Zentrum stehen und wir über solche Dinge wie 2G, 2G Plus diskutieren müssen, die absolut nicht notwendig sind, wenn man es richtig machen würde. Ich schalte jetzt um auf die Präsentation. Der besagte Titel im Deutschlandfunk hat den Titel Blinder Aktionismus,
die Last mit den Luftfiltern im Klassenzimmer. Und das stammt vom 25. Oktober 2021. Wie bei dem Artikel in der Süddeutschen Zeitung achte ich auf die Wortwahl, weil die will etwas sagen von einem Journalisten. Was versteht man unter blinder Aktionismus? Da gibt es eine Homepage, bedeutungonline.de. Da heißt es, übrigens die ähnliche Definition gibt es auch auf Wikipedia, da heißt es, blinder Aktionismus ist ein sehr betriebsames, allerdings unreflektiertes und damit auch zielloses Handeln. Es fehlt das Konzept, daher stellen sich auch keine Erfolge ein. In der Regel soll mit blindem Aktionismus die eigene Untätigkeit, Unfähigkeit oder Unterforderung verschleiert werden. Blinder Aktionismus findet statt, damit jemand sagen kann, dass er oder sie überhaupt etwas getan hat. Das war die erste Definition. Die zweite Definition, die ist aus dem Duden. Die heißt wie folgt: Blinder Aktionismus ist ein übertriebener Betätigungsdrang, oft abwertend gemeint. Ist das Bestreben, das Bewusstsein der Menschen oder bestehende Zustände durch Aktionen zu verändern. Das heißt, der Markus Grill wählt dieses Wort blinder Aktionismus. Nicht nur im Titel des Artikels in der Süddeutschen Zeitung, sondern auch im Titel vom Markus Grill im Deutschlandfunk wird eine sehr provokative und abwertende Formulierung gewählt. Dies gehört nicht zu einem seriösen Journalismus und vor allem nicht zu einem verantwortungsvollen, faktenbasierten Journalismus in dieser Pandemie. Was ist denn die wirkliche Motivation des Autors mit diesem Artikel, der eben eine Fortsetzung darstellt zum fehlerhaften, tendenziösen und rufschädigenden Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom 14. Oktober? Also das ist deine Vermutung, Patrick, oder? Das ist deine Frage, genau. Mhm. Und was ist die? Das weiß ich nicht. Ich kann nicht von Ferne aus eine psychiatrische oder psychologische Diagnose stellen. Das wäre unseriös. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es unbewusst diese Fehler gibt, weil, wie gesagt, das ist schon der zweite Artikel und nach dem ersten Artikel gab es auch intensiven Kommunikation auch mit Markus Grill, nicht von meiner Seite, sondern von anderen. Mhm. Dann kommt das Titelfoto in diesem Artikel und unter dem Titelfoto heißt es, fragt man das Umweltbundesamt, was es von den Luftfiltern in jedem Klassenzimmer hält, fällt die Antwort eindeutig aus, gar nichts, sagt Markus Grill. Mhm. Stellen wir das jetzt mal klar. Das Umweltbundesamt hat über ein Jahr lang die Wirksamkeit von Luftreinigern schlecht geredet und die Fensterlüftung gemäß ihrem Konzept als genügend für die Reduktion des Ansteckungsrisikos beurteilt. Vor kurzem ist aber das UBA umgeschwenkt und empfiehlt den Einsatz von Luftreinigern in Klassenzimmern. Und zwar, natürlich helfen mobile Luftreiniger gegen Viren, wenn es sich um geprüfte Geräte handelt und sie richtig im Klassenraum aufgestellt sind, sagt Heinz-Jörn Moriske, Geschäftsführer der Innenraum-Lufthygienekommission des UBA, in einem Interview mit dem Handelsblatt. Und genau die gleiche Formulierung hatten wir auch gewählt, als wir Stellung genommen hatten zum Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Jetzt wiederholt es wieder. Ich verstehe nicht, wieso der Grill das jetzt wiederholt. Obwohl wir das schon mal klargestellt haben, und nicht nur wir, sondern auch Protected Kids, Luftfilter jetzt und andere. Auch Experten wie Professor Kähler sprechen sich nicht für einen Einsatz von Luftreinigern in jedem Klassenzimmer aus, hat man ebenfalls letztes Mal schon bemerkt. Klassenräume mit leistungsstarken raumlufttechnischen Anlagen benötigen keine Luftreiniger. Nächste Passage, Luftreiniger in Schulen. Dafür haben Bund und Länder über 700 Millionen Euro bereitgestellt. Doch völlig unklar ist, was die Geräte zum Schutz vor Corona wirklich bringen, sagt der Journalist Markus Grill. Unabhängige Untersuchung gäbe es nicht. Da kommt jetzt wieder das Wort, unabhängige Untersuchung gäbe es nicht. Bei der Süddeutschen Zeitung hat er noch gesagt, sie seien gesponsert, er wollte uns eigentlich
vermieten Design ja nicht abhängig, nicht unabhängig und vielleicht auch noch käuflich. Jetzt kommt er immer noch mit dieser Behauptung. Ein bisschen abgeschwächt, aber eigentlich doch immer noch klar. Genau. Die wissenschaftlichen Untersuchungen von wirklich Forschenden, also Forschenden, die wirklich die Wirksamkeit untersucht und gemessen haben, die kommen nämlich zu einer übereinstimmenden Meinung und auch zu Resultaten. Nämlich die hohe Wirksamkeit von hochwertigen, leistungsstarken mobilen Luftreinigern auf die Aerosolpartikelkonzentration in Innenräumen. Und deshalb als Folge daraus die hohe Reduktion des Ansteckungsrisikos über die indirekte Luftübertragung. Und unterdessen gibt es eben mehrere solcher wissenschaftlichen Untersuchungen. Die haben wir ebenfalls beim letzten Mal schon aufgelistet. Professor Bodenschatz, Professor Curtius, Professor Schumacher, Professor Grün, Professor Raphael, in der Schweiz Professor Weingartner. Da gibt es ja sicher noch international weitere. Also ich weiß gar nicht, was es da noch zu zweifeln gibt. Außer man stellt einfach alle in die gleiche Ecke. Ein Beispiel ist auch das DFG-Positionspapier, in dem sich viele Fachgesellschaften, nicht nur technische, sich für Luftreiniger ausgesprochen haben. Und die Bemerkung von der obigen Aussage von Markus Grill ist faktisch inkorrekt. Von der gesamten Forschung und Wissenschaft in Deutschland werden 2/3 durch die Wirtschaft gefördert. Also ich nehme jetzt Stellung auf das Wort unabhängige Untersuchung, gebe es nicht. Forschung finanziert durch die Wirtschaft ist nicht anrüchig, sondern politisch gewollt. Wenn es nämlich nicht so wäre, dann müsste der Staat die gesamte Forschung und Wissenschaft finanzieren. Macht er nicht. Weil das so ist, ist jedoch Transparenz notwendig und die Einhaltung ethisch-rechtlicher und wissenschaftlicher Vorgaben haben wir ebenfalls letztes Mal beim Artikel von der Süddeutschen Zeitung bereits thematisiert, genau wörtlich. Da gibt es Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und wenn Wissenschaft und Forschung durch die Industrie finanziert wird, handelt es sich deswegen nicht um Gefälligkeitsforschung oder Sponsoring im Sinne des Wortes oder abhängige Untersuchungen. Das heißt, hier wurde wieder eine Wortwahl gewählt, die der Realität nicht entspricht und die auch nicht korrekt ist, so in der Allgemeinheit. Natürlich gibt es manchmal Gefälligkeitsgutachten, aber dann sind das sicher nicht Hochschulinstitute, da gibt es, wie gesagt, den Kodex und da gibt es auch keine Verbindung zwischen Lieferant und den untersuchenden Professor, sondern das läuft ja immer über die Universitätsleitung und über den Kanzler der Universität. Und diese Verbindung, die gibt es ja auch im Anlagenbau, zum Beispiel eben der TÜV. Und trotzdem arbeiten diese Prüffirmen nicht als abhängige Prüfer, sondern sie arbeiten eben basierend auf den gesetzlichen Normen und Vorschriften. Das heißt, die Aussage von Markus Grill über unabhängige Untersuchung hält einer seriösen Beurteilung nicht stand. Dann kommt die nächste Passage. Es ist das Protokoll einer Sitzung der Staatssekretäre mit den Bundesländern am 9. Juli dieses Jahres. Dort wird vom Druck der Öffentlichkeit berichtet, mobile Luftfilter für Klassenzimmer zu fördern, obwohl es hierfür keine sichere Evidenz für den Nutzen gibt. Trotzdem haben Bund und Länder bisher mehr als 700 Millionen Euro für mobile Luftfilter an Schulen bereitgestellt. Das ist viel Geld für Geräte, von denen niemand weiß, was sie wirklich bringen. Denn es gibt bis heute keine Studie, die belegt, dass Schülerinnen und Schüler sich weniger häufig mit dem Coronavirus infizieren, wenn so ein Luftfiltergerät im Klassenzimmer steht. Das ist einfach meine Stellungnahme wie folgt. Auch wenn man inkorrekte Aussagen dreimal wiederholt, ändert sich am Sachverhalt nichts. Und die hohe Wirksamkeit, wie gesagt, gegen die indirekte Luftübertragung in Klassenzimmern ist in mehreren wissenschaftlichen Untersuchungen übereinstimmend bestätigt. Seit über einem Jahr ist die hohe Wirksamkeit von Luftreinigern gegen die indirekte Luftübertragung in verschiedenen Studien wissenschaftlich bestätigt worden. Und in den meisten Bundesländern in Deutschland gibt es Luftfilterförderprogramme. Dann als letzter Punkt, Luftreiniger mit HEPA-Luftfilter sind keine neue Technologie, sondern eine jahrzehntealte, bewährte Technologie, unter anderem auch in Operationssälen und Intensivstationen. Die nächste Passage
Was es gibt, sind Untersuchungen, die zeigen, dass diese Geräte Luft einsaugen und gut filtern können. Schön. Aber das Ziel ist ja nicht, partikelbehaftete Viren abzusaugen, sondern Infektionen zu verhindern, sagt Markus Grill. Also als ich das gelesen habe, dann dachte ich, ja, jetzt bin ich endgültig im falschen Film. Wieso ist es nicht das Ziel, Viren abzusaugen aus der Raumluft? Verstehst du das? Nein, ich verstehe das nicht, weil das eine hat ja mit dem anderen konkret was zu tun, dass wenn keine Viren da sind, man sich ja auch nicht infizieren kann. Verstehe ich nicht. Nee. Ja. Also, die Klärung, die sachliche Klärung. Ein Luftreiniger macht hinsichtlich Entfernung von Viren aus der Raumluft nichts anderes als eine Fensterlüftung oder eine Lüftungs- und Klimaanlage. Das Ziel besteht nämlich darin, die Virenkonzentration in der Raumluft auf die notwendig tiefen Werte zu reduzieren, damit bei der Aufenthaltsdauer den Personen und ihren Aktivitäten keine Ansteckung ausgelöst wird. Und eine Ansteckung wird nur dann ausgelöst, wenn die Menge aufgenommener, quasi lebendiger Viren größer ist als die minimale Infektionsdosis. Und letztere ist bei gegebenem Virus unter anderem abhängig vom Immunsystem. Schätzungen beim SARS-CoV-2-Virus bewegen sich zwischen ca. 200 und 1000 bis 2000 Viren pro Tag. Das heißt, wenn man diese Anzahl Viren, wenn man mehr als diese Anzahl Viren aufnimmt, dann wird eine Ansteckung ausgelöst. Aber wenn man jetzt 100 aufnimmt pro Tag, wird keine Ansteckung ausgelöst. Was muss man also machen? Man muss die Virenkonzentration reduzieren, Herr Grill. Bei der indirekten Luftübertragung ist die Menge aufgenommener quasi lebendiger Viren vereinfacht gleich Virenkonzentration multipliziert mit eingeatmeter Luftmenge pro Minute multipliziert mit Aufenthaltsdauer in Minuten. Und die Virenkonzentration im Raum ergibt sich durch die Aerosolpartikelkonzentration und die durchschnittliche Anzahl Viren in den Aerosolpartikeln im betrachteten Raum. So, also da dürfte jetzt eigentlich jedem klar sein, dass es das Ziel ist, eben die Virenkonzentration zu reduzieren. Und wie macht man das? Indem man die Aerosolpartikelkonzentration reduziert. Und wie macht man das? Entweder durch Lüften, durch Klimaanlage oder durch Luftreiniger. Oh, jetzt gehen wir nochmal, werden wir noch ein bisschen pfennigfuchsig. Es ist nicht so, dass Luftreiniger partikelbehaftete Viren absaugen. Das tönt ja so, wie wenn die Viren auch noch Aerosolpartikel beinhalten würden. Es ist nicht so, dass Aerosolpartikel in den Viren drin sind. Nee, sondern umgekehrt. Sondern umgekehrt, das sollte ja eigentlich jetzt der Herr Grill auch wissen. In ausgestoßenen Aerosolpartikeln können auch Viren eingebettet sein. Luftreiniger scheiden also Aerosolpartikel ab. Und falls in den Aerosolpartikeln Viren eingebettet sind, dann scheiden sie damit gleichzeitig auch die Viren ab. Damit reduziert sich bei gleichem Raum und gleichen anwesenden Personen die Menge an aufgenommener Viren pro Minute. Damit kann eine Ansteckung verhindert werden, beziehungsweise die Aufenthaltsdauer bis zur Auslösung der Ansteckung kann verlängert werden. Ich hoffe, das habe ich jetzt gut verständlich dargelegt. Ich glaube, das hat jeder verstanden, ja. Vielleicht Grill nicht, aber andere schon. Es gibt auch noch einen Facharzt, der Dr. Med. Thomas Voshaar, der eben in der Broschüre Raumlufttechnische Anlagen auch noch Folgendes gesagt haben. Der Hauptübertragungsweg von SARS-CoV-2 ist das Einatmen virushaltiger Partikel. Er hat das nämlich richtig formuliert, die eine infizierte, also eigentlich eine infektiöse Person beim Atmen, Sprechen oder Singen ausstößt. Je höher die Anzahl virushaltiger Partikel in Räumen ist, desto größer ist auch das Risiko für andere Personen, sich zu infizieren. Wie schwer? Und zwar über meistens indirekte Luftübertragung, aber es kann auch natürlich durch die direkte Luftübertragung sein. Wie schwer eine Person nach einer Infektion erkrankt, hängt ebenfalls davon ab, wie hoch die Virendosis während der Infektion war. Mit Lüftung und Luftreiniger kann also nicht nur das Risiko für Infektionen, sondern auch die Anzahl schwerer Krankheitsverläufe reduziert werden. Und der Dr. Voshaar, der ist nicht einfach irgendein Arzt, der ist auch Chefarzt.
Das heißt, als Schutzmaßnahme gegen die indirekte Luftübertragung ist es sehr wohl das Ziel, die Virenkonzentration möglichst gering zu halten. Herr Grill. Nächste Passage. Auch wenn man nicht wirklich weiß, wie nützlich Luftreiniger überhaupt sind, werden sie von manchen Elternvertretern, Medien oder Politikerinnen mit großer Vehemenz gefordert und von den Herstellern natürlich auch. So, jetzt frage ich dich als Journalist, was gibt das für dich für ein Verständnis, der letzte angehängte Teil vom Satz und von den Herstellern natürlich auch? Ja, das zeigt natürlich diese Abhängigkeit, dieses gewinnorientierte Verbreiten von Luftreinigern, damit die Hersteller da schön profitieren. Das will er suggerieren. Oder? Und die sind also, alle gleich Topf, oder? Ja, ja, genau. Und dass die auch gar nichts bringen, sondern dass es nur um Geld geht. Genau. Ich glaube, da, solche Argumente stoßen bei der wenig kritischen Bevölkerung auf Resonanz. Du. Ja. Da hat er schon wohl ins richtige Horn geblasen, der Grill. Ja. Das Problem ist einfach, dass er hier einen Zusammenhang herstellt, dass er impliziert natürlich, dass die Elternvertreter, Medien und Politiker natürlich etwas fordern, was eigentlich ja nichts bringt. Und dass sie natürlich, da die Hersteller das natürlich auch fordern und impliziert ja, dass das möglicherweise auch eine Verbindung gibt. Oder? Und dass die Elternvertreter, Medien und Politikern eigentlich ihre Meinung gar nicht wirklich kompetent bilden können, ohne dass sie von den Herstellern beeinflusst sind, könnte man auch darunter verstehen. Wenn man die Geschichte von der Süddeutschen Zeitung und von den anderen Passagen in diesen Artikeln eben mit berücksichtigt. Genau. Und auffällig ist auch, wie oft diese Sachen wiederholt werden. Es ist auch sehr auffällig. Wenn noch etwas offensichtlich ist, dann muss ich es einmal, zweimal erwähnen, dann ist gut. Jetzt ist es schon zum vierten Mal, dass er sagt, man weiß nicht, ob Luftfilter überhaupt wirksam sind, wie nützlich sie sind. Ist doch auffällig, oder? Man muss eine Lüge nur genug oft wiederholen, bis sie geglaubt wird, hat irgendjemand mal gesagt, ja. Mhm. So, möchte der Autor damit eine seiner Behauptungen wiederholen, dass die Untersuchungen all der genannten Wissenschaftler gekauft oder abhängig seien? Fragezeichen. Und möchte der Autor damit behaupten, dass Elternvertreter, Medien, Politiker entweder ebenfalls gekauft seien oder nicht in der Lage seien, eine eigene Meinung zu bilden oder Opfer des blinden Aktionismus sind, also des Bestrebens, das Bewusstsein der Menschen oder bestehende Zustände durch Aktion zu verändern? Fragezeichen. Vielleicht sollte der Herr Grill mal endlich offenlegen, wieso er basierend auf nicht korrekten Fakten solche Dinge behauptet. Und jetzt wird es noch konkreter. Das bekannteste Gesicht der Luftfilterfraktion in Deutschland ist Christian Kähler, ein Professor am Institut für Strömungsmechanik an der Bundeswehr-Uni in München. Kähler will, dass jedes Klassenzimmer zum Schutz vor Coronaviren mit Luftfiltergeräten und Plexiglaswänden ausgestattet werden soll und sagt, wer die Umsetzung dieses Konzeptes verhindert, fördert das Infektionsgeschehen und damit Leid und Tod. Werden wir mal ein bisschen formal, zum seriösen Journalismus gehört auch eine korrekte und genügend präzise Recherche. Christian Kähler ist nicht ein Professor am Institut für Strömungsmechanik an der Bundeswehr-Uni in München, sondern Christian Kähler ist Leiter des Instituts für Strömungsmechanik und Aerodynamik an der Universität der Bundeswehr München. Das ist eine schludrige Recherche. Auch Professor Kähler spricht sich nicht für einen Einsatz von Luftreinigern in jedem Klassenzimmer aus, haben wir ebenfalls bereits bemerkt vorher. Der Physiker beruft sich dabei auf eigene Untersuchungen, doch keine seiner Luftfilterstudien ist in einem wissenschaftlichen Journal publiziert. Das ist wichtig, denn andere Experten könnten Kählers Ergebnisse erst dann auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüfen. Da hatten wir ebenfalls bereits im Artikel in der Süddeutschen Zeitung Stellung genommen dazu. Professor Kähler hat seine Forschungsergebnisse im Rahmen von eingeladenen Fachvorträgen und internationalen Konferenzen in den USA und Europa einem breiten Fachpublikum vorgestellt und da gab es auch kritische Diskussionen. Ich habe hier 5 Links, die kann jeder angucken und sich dann seine eigene Meinung bilden. Seine Forschungsergebnisse wurden anerkannt und gewürdigt. Außerdem hat er natürlich
Weitere zum Beispiel Seminarvorträge gehalten, an der University of San Diego zum Beispiel. Auch hat Professor Keller seine Arbeiten an ausgewiesene Experten zur Diskussion gesandt. Und es ist außerdem eben auch davon auszugehen, dass diese Art von Qualität sicher und deutlich höher einzuschätzen ist als eine einfache Journalpublikation. Das Peer-Review-Verfahren bei Fachzeitschriften bedeutet nicht zwingend, dass es sich beim Artikel um hochwertige Wissenschaft handelt. Einerseits können die beiden Fachgutachter zu fachfern sein, um die Artikel kompetent begutachten zu können. Und andererseits kann die Qualität des Journals so niedrig sein, dass kaum Artikel abgelehnt werden. Nicht alle wissen dabei, von wem Keller finanziert wird. Ja, jetzt, wenigstens wählt er nicht mehr das Wort Sponsor oder arbeitet für. Ich meine, das ist ja schon, auch der Herr Grill ist lernfähig. Aber jetzt wählt er einfach, von wem Keller finanziert wird. Für ungefähr 10 Firmen habe er bezahlte Untersuchungen durchgeführt, räumt er ein. Auf den Webseiten der Luftfilterhersteller findet man kurze Filmchen, in denen Keller für die Geräte wirbt. Seine bezahlten Untersuchungen sind dort auch zu finden. Tja, die Intention ist immer noch die gleiche. Durch verschiedene Formulierungen im Artikel entsteht der Eindruck, Professor Keller sei befangen und lasse sich kaufen, um Gefälligkeitsgutachten zu erstellen. Dies suggeriert, Professor Keller würde diesbezüglich nicht als seriöser Wissenschaftler arbeiten und er sei kein Problem, Gefälligkeitsgutachten zu erstellen. Klar ist, der Professor Keller muss sich und hält sich an die Vorgaben der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Er hat weder einen Angestelltenvertrag mit so einem Luftfilterhersteller, noch ist er beteiligt an so einer Firma. Er hat keine Volksbeteiligung an so einer Firma, er hält kein Sponsoring. Hat er mir bestätigt, habe ich ihn gefragt. Außerdem darf Professor Keller gar keine Forschungsprojekte annehmen und auch nicht eigenständig verwalten. Das entscheidet nämlich die Universitätsleitung. Und der Kanzler der Universität vereinbart die Projekte mit den Firmen und er beauftragt dann das Institut. Und außerdem hat das Institut Professor Keller Forschungsaufträge zur Prüfung von Luftfilterapparaten von 4 Luftfilterlieferanten erhalten, nicht von 10. Und es wurden auch weitere Luftfilterapparate untersucht, ohne Finanzierung durch Luftfilterlieferanten, und zwar im Zusammenhang mit Forschungsfragen in anderen Forschungsprojekten. Jetzt kommt wieder einer der Lieblingsthemen vom Herrn Grill. Fragt man das Umweltbundesamt, was es von den Luftfiltern in jedem Klassenzimmer hält, fällt die Antwort eindeutig aus, gar nichts. Luftfilter seien allenfalls sinnvoll für Räume, die man nicht richtig lüften könne. Außerdem sei nicht klar, ob die Luftfilter die virenbehaftete Luft im Raum verteilen, bevor sie durch das Gerät gezogen wird. Dann könnten sie sogar kontraproduktiv sein. So. Zum einen ist er auch wieder ein Fortschritt. Die Formulierung ist vorsichtiger als im Artikel in der Süddeutschen Zeitung, aber es entsteht eben immer noch ein inkorrektes Verständnis. Und das haben wir vorher schon gesagt, dass das UBA über ein Jahr lang die Wirksamkeit von Luftreinigern schlecht geredet hat, aber dass das UBA umgeschwenkt ist. Das haben wir eben vorher schon zitiert, dass eben das UBA sagt, natürlich helfen mobile Luftreiniger gegen Viren. So, die meisten Lüftungsanlagen, auch die Fensterlüftung, induzieren Luftströmungen im Raum, bei der Viren vom einen Aufenthaltsort zum anderen transportiert werden. Um diese Virenfahnen zu minimieren, müssen entweder Personen während der Lüftung den Raum verlassen oder eine Quelllüftung von unten ist vorhanden, was aber praktisch nirgends der Fall ist, oder eine genügend intensive turbulente Mischlüftung ist installiert. Da möchte ich verweisen auf unsere früheren Episoden. Wir haben, glaube ich, 3 Episoden zum Thema Lüftungen, Luftströmungen, Virenfahnen nämlich behandelt und dort ist das genauso zu finden im Frühjahr von diesem Jahr. Und was eben ein Fakt ist, ist, bei letzterer, also bei dieser turbulenten Mischlüftung, werden ausgestoßene Viren im Raum verdünnt und dann auf möglichst direktem Weg aus der Raumluft entfernt. Und genau die leistungsstarken Luftreiniger, die produzieren so eine turbulente Mischlüftung. Luftreiniger wären nur kontraproduktiv, wenn die Luftwechselzahl so tief ist, dass keine turbulente Mischlüftung entsteht, oder wenn die Luftansaugung und Luftausströmung am Apparat selber ungünstig wäre. Also wenn zum Beispiel die Luftansaugung nicht unten am Apparat, also am Boden, in Bodennähe erfolgen würde, sondern oben am Apparat
und der Luftausstoß wäre unten im Bodennähe, das gäbe eine schlechte Virenströmung. Deshalb sind auch nicht alle Luftreiniger geeignet, sondern nur hinreichend leistungsstarke und hochwertige. Dann kommt wieder sein Lieblingssatz. Tatsache findet sich in Deutschland keine einzige medizinische Fachgesellschaft, die den flächendeckenden Einsatz der Geräte fordert. Wir halten sie sogar für regelrecht überflüssig. Also das ist auch vorsichtiger. Jetzt bezieht es sich nur noch in Deutschland. Bei dem Artikel in der Süddeutschen Zeitung hat er das nicht auf Deutschland bezogen. Also mehrere internationale medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaften empfehlen den Einsatz von Luftfiltern in diesem Kontext. Das CDC, die WHO, die Harvard Chan School of Public Health zum Beispiel. Wie gesagt, die HEPA-Filtertechnik gibt es seit den 1940er Jahren. Es gibt eine europäische Norm, die eben die HEPA-Kennzeichnung eben auch spezifiziert, nämlich wie hoch muss unter anderem der Abscheidegrad sein. Und was eben wichtig ist, die HEPA-Filter sind in der Lage, selbst die am schwierigsten zu filternden Teilchen bzw. Partikel, das heißt die ganz feinen Schwebstoffe mit einer Größe von 0,1 bis 0,3 Mikrometer, aus dem Luftstrom entfernen zu können. Und dazu gehören eben auch Viren, Pollen, Aerosol und Staubpartikel. Die Einsatzsorte der HEPA-Filter haben wir auch schon mal früher erwähnt. Fazit, die Luftreinigung mit HEPA-Filter ist eine bewährte, jahrzehntealte Technologie. Sie hat sich bewährt, auch in Operationssälen, Intensivstationen. So, was weiter er offensichtlich nicht wirklich recherchiert hat, ist, dass Charité, also die Berliner Charité, hat auch einen Luftreiniger zum Einsatz in Klassenräumen untersucht. Und ich zitiere aus dem Resultat: Hinsichtlich der Frage der Reduktion der Viruslast in Schulräumen zeigen die Ergebnisse der Real-Life-Studie in einem Schulraum eine exzellente Reinigungswirkung von Feinstaubpartikeln der Größe der Tröpfchen und Aerosolpartikel, in denen auch das Virus transportiert wird. In Kombination mit den technischen Daten, die sehr deutlich die Abtötung des Virus durch UVA-Photokatalyse zeigen, kann daher festgestellt werden, dass das Gerät unter Alltagsbedingungen auch eine deutliche Schutzwirkung gegenüber COVID-19-Infektionen durch eine Reduktion der infektiösen Partikel in der Raumluft zeigt. Aha, die Charité ist ja nicht irgendjemand, oder? Nee, da ist Christian Drosten, ja. Führender Virologe, ja. Vielleicht sollte der Will mal ein Interview mit dem Herrn Drosten führen. Außerdem, der Hausärzteverband Baden-Württemberg empfiehlt den Einsatz von Luftreinigern in Arztpraxen. Verschiedene Ärzte haben sich entsprechend geäußert. Luftreiniger gibt es im Shop des Deutschen Ärzteverlages. Gut, das kann man jetzt darüber diskutieren, wie wissenschaftlich jetzt das ist, aber immerhin. Man kann die im Deutschen Ärzteverlag kaufen. Es gibt verschiedene bekannte deutsche Epidemiologen und Virologen, die den Einsatz von Luftfiltern in Schulen auch empfohlen haben. Und jetzt werde ich wieder pfennigfuchsig, dass eine Facharztgesellschaft Luftreiniger für regelrecht überflüssig bezeichnet, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Weil wenn eine Facharztgesellschaft so etwas sagen würde, das ist ja unwissenschaftlich und das würde den Ansprüchen einer Facharztgesellschaft nicht gerecht werden. Und da soll sie dann auch benennen, wer das war. Genau, dann weiß man. Wer das ist, dann könnten wir eine Sendung darüber machen. Also auch wieder hier die Wortwahl, sehr speziell. Es ist wie so oft in der Corona-Pandemie mit großem staatlichen Aufwand werden Corona-Maßnahmen umgesetzt, deren Nutzen eher fragwürdig ist. Das Ärgerliche ist dabei, man könnte es wissen. Aber auch hier wurde erst einmal gehandelt, bevor es untersucht wurde. Ja gut, wie gesagt, die hohe Wirksamkeit von Luftreinigern gegen die indirekte Luftübertragung in Klassenzimmern ist, wie gesagt, übereinstimmend bestätigt. Ich muss mich leider wiederholen, und zwar seit über einem Jahr ist das so. Und die Politik und einige Bundesländer in Deutschland haben zwar viele Monate gebraucht, bis sie den Nutzen eingesehen haben, aber es gibt nun praktisch in allen deutschen Bundesländern Luftfilterförderprogramme. Und halt auch nochmal, Luftreiniger mit HEPA-Filter sind keine neue Technologie. Obige Aussage ist inkorrekt und dient auch als Beispiel für die Intention dieses Artikels. Der Studienexperte Mediziner Peter Sawicki sagte, im Fall der Luftfilter wäre so eine Untersuchung über die Wirksamkeit weder teuer noch schwierig zu machen, noch würde ihre Untersuchung lange dauern. Würde man
nur 1% der Fördermittel von 700 Millionen Euro dafür einsetzen, wüsste man es und könnte bei der nächsten Pandemie besser begründete Entscheidungen treffen. Das hat er bei dem Artikel in der Süddeutschen Zeitung ebenfalls bereits gesagt. Brauchen wir den letzten Menschenversuch? Also die Logik ist eigentlich einfach. Also jeder, der ein bisschen was weiß über Physik, über Viren, der braucht keine Menschenversuche, sondern der muss nur nachweisen, dass diese Filtergeräte die Aerosolpartikelkonzentration genügend schnell, genügend weit reduzieren kann. Damit die Virenlast im Raum, die Virenkonzentration im Raum entsprechend auf tiefen Werten ist. Und wenn man die Virenlast halbiert, dann kann man natürlich die Aufenthaltsdauer bei gleicher Anzahl aufgenommener Viren verdoppeln. Mhm. Ja, das ist die letzte Folie. Man kann einfach sagen, die persönlichen Diskreditierungen des Autors Markus Gill gegenüber Professor Kähler sind im Vergleich zum Artikel in der Süddeutschen Zeitung in der Anzahl weniger geworden, teilweise vorsichtiger. Möglicherweise haben Stellungnahmen zum Artikel in der Süddeutschen Zeitung hierzu beigetragen. Allerdings scheinen diese auch im Artikel im Deutschlandfunk durch die Wahl der Worte und Formulierung an mehreren Stellen durch. Der Artikel im Deutschlandfunk ist in der Wahl vieler Formulierungen, in der Wahl vieler Worte tendenziös, fehlerhaft und teilweise rufschädigend gegen Professor Kähler. Und das, wie gesagt, das ist für mich bemerkenswert und bedenklich. Wahrscheinlich wollte der Herr Grill seine Meinung transportieren, statt neutral die Fakten zu beschreiben. Und wie gesagt, ich empfehle jedem dieses Video von Professor Mayen anzugucken. Diskreditierung, das ist unten auch nochmal für all die, die es interessiert, die Definition angegeben, wieso ich das Wort Diskreditierung gewählt habe. Und vielleicht wäre auch noch zu erwähnen, dass es eine Beschwerde an den Deutschen Presserat gibt, eben über diesen Artikel von Herrn Grill. Ja, davon habe ich gelesen. Ich weiß in den Details nicht weiter Bescheid, ob es jetzt nur der Artikel in der Süddeutschen Zeitung ist oder vom Deutschlandfunk oder beides, aber es gibt so eine Beschwerde, ja. Und das lässt ja auch darauf vermuten, dass da nicht alles mit rechten Dingen zuzugehen scheint. Wir haben jetzt zwei Episoden aufgewendet und haben uns bemüht, Passage für Passage ganz konkret auf die Dinge einzugehen. Also es kann uns niemand vorwerfen, wir würden einfach pauschal Kritik üben oder irgendjemand in eine Ecke stellen wollen, sondern wir haben das Punkt für Punkt abgehandelt. Ich hoffe, dass möglichst viele in der Bevölkerung das auch erkennen und sich nicht verunsichern lassen. Und ich hoffe, dass viele Politiker und Experten auch erkennen, wie wichtig es wäre, die technischen Schutzmaßnahmen mehr ins Zentrum zu stellen und nicht nur über 3G, 2G, 2G Plus zu diskutieren. Okay, danke vielmals für deine Recherchen. Danke auch.